Kommissarin, klar, wir müssen da mal rein. Tut mir leid. Richterlicher Beschluss. Herr Brach, tut mir leid, dass die Herrschaften hier sind, aber sie sind von der Polizei und haben Papiere. Aha. Brach, Gernot Brach. Kripo Wiesbaden. Sie müssen Viktor entschuldigen, aber da sind Geschäftsunterlagen, vertrauliche Papiere. Sie können da nicht einfach rein. Natürlich können wir das, Herr Brach. Guten Tag, Herr Brach. Mein Name ist Reuter, Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Ach, Entschuldigung, ich lasse meine Anwältin was für Sie aufsetzen. Verpflichtung zur Geheimhaltung. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Das sagen Leute wie Sie immer, aber da ist... Tut mir leid, COPD. Das ist ein interessanter Wagen. Kann ich den mal sehen? Ist schon gut, Viktor. Herr Brach, können wir uns kurz unterhalten? Danke. Kann man das hier irgendwie auseinanderbasteln? Herr Brach braucht es. Wer sind Sie eigentlich? Der Assi vom Chef? Viktor Luco, der Fahrer von Herrn Brach. Ah, na, dann können Sie das hier ja sicher mal halten. Schöne, klare Architektur. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ja? Ich fand es wichtig, dass unsere Fassade reflektiert, wie modern unsere Firma ist. Es tut mir sehr leid, was mit Ihrem Sohn passiert ist, Herr Brach. Wie gehen Sie damit um? Ich? Konzentriere mich auf die Arbeit. Ja, so läuft es mal im Leben. Konrad hat das meiste übernommen, aber der ist ja nun nicht mehr da. Sollte er eigentlich Ihr Nachfolger werden? Und Ihre anderen beiden Kinder? Elise, fleißig, vielleicht, ja. Und Ihr Sohn Henry? 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 Nein, Henry nicht. Aber nehmen Sie auch Platz. Ich war nicht dabei, das war ein Familientreffen. Wo waren Sie denn? Draußen im Wagen. Den ganzen Abend. Herr Brach hat mich gegen Mitternacht nach Hause geschickt. Mitternacht? Und bis dahin haben Sie die ganze Zeit im Wagen gesessen? Ja. Da muss er Sie aber gut bezahlen, Ihr Chef. Und um Mitternacht, was war da? Na, da hat der Brach mir gesagt, er braucht mich nicht mehr, also bin ich nach Hause gegangen. Kann das jemand bestätigen? Ich lebe alleine. Ja. Verstehe. Herr Brach, am Teich Ihres Privathauses haben wir Spuren Ihres Sauerstoffgerätes gefunden. Ich gehe oft spazieren, eigentlich jeden Tag. Ah ja. Also auch gestern Abend? Nein, da nicht. Ich hatte Termine. Hatte Ihr Sohn Konrad eigentlich Probleme in der Firma? Hat er irgendwelche Feinde oder hat er sich unbeliebt gemacht? Jeder Chef macht sich unbeliebt. Aber dass man ihn umbringen will, nein. Und wie war es innerhalb der Familie? Wie war das Verhältnis Ihres Sohnes zu seinen Geschwistern? Sie haben meine Kinder doch kennengelernt. Ja. Ich hatte offen gesagt den Eindruck, Sie würden sich jeden Moment an die Gurgel gehen. Ja, ich habe ihm beigebracht zu kämpfen. Nicht zu morden. Jeder von Ihnen hat alles. Geld, eine sorgenfreie Zukunft. Warum sollten Sie Ihren Bruder umbringen? Es gibt keinen Grund. Nicht den geringsten.